werden beim Emissionshandel. Es kann nicht sein, dass die indirekten Kosten des Emissionshandels dazu führen, dass Unternehmen in Deutschland nicht mehr weiterarbeiten können. Das muss unser Ziel sein, das wird es auch sein. Eine Deindustrialisierung kommt mit uns nicht in Frage. Wir brauchen die regenerativen Energien. Wir sehen auch jede Menge Forschungspotenzial in den regenerativen Energien. Wir glauben daran, aber wir müssen das mit Behutsamkeit, mit Vernunft machen, mit Maß und Ziel. Ohne das wird es nicht gehen. Ohne das werden wir Unternehmen aus Deutschland vertreiben. Ich gehe davon aus, dass wir ein vernünftiges Konzept auf den Weg gebracht haben. Und ich bin auch all denjenigen dankbar, den Kollegen Solms und Kauch und dem Kollegen Ruck, dass wir gemeinsam an diesem Konzept so zügig gearbeitet haben, lautlos und zügig, vernünftig umgesetzt. Das werden wir jetzt beweisen. Und Sie können davon ausgehen, dass dieses Konzept der richtige Weg in eine vernünftige Zukunft erneuerbarer Energien in Deutschland sein wird. Soweit also Michael Fuchs von der CDU. Er lobte das Energiekonzept der Bundesregierung als klare Linie bis 2050. Es biete mehr Sicherheit, mehr Investitionen im Netz und erneuerbare Energien. Er kritisierte die Verlogenheit, wie er es nannte, der Opposition in dieser Frage. Meine Damen und Herren, es ist jetzt wiederholt bei beiden Rednern der Koalition aufgetaucht, die angeblich nur 4% zusätzlichen Atommülls, unabhängig von der Dauer, von vielen, vielen Jahrtausenden, die das lagert. Wenn jetzt diese Laufzeitverlängerung kommt, entgegen dem Gesetz von 2001, wird es bedeuten, dass dann bei der 100% erreichten Laufzeit, wenn sie erreicht würde, insgesamt 25% länger laufen gelassen worden ist. Das heißt, die tatsächliche Atommüllmenge wird sich genau um diese 25% erhöhen. Man darf diese Atommüll nicht vermixen mit irgendwelchen anderen Atommüll. Es geht um den besonders radioaktiven, der aus Atomkraftwerken kommt. Und hier darf man nicht irgendeine Vernebelung machen. Aber mein Hauptpunkt ist ein anderer. Der Köder, der hier ausgelegt wird, dass hier aus den zusätzlichen Einnahmen, aus den Gewinnen, aus der Atomstromproduktion irgendwelche Maßnahmen für erneuerbare Energien gemacht werden könnten, hin zu der Formulierung, dass man möglichst schnell langfristig aus der Atomenergie aussteigen will für erneuerbare Energien, das ist doch ein Widerspruch in sich selber. Wir haben im Jahr 2000 einen Atomausstiegskonsens erlebt. Den haben die 4 großen Atomkraftwerkbetreiber unterschrieben. Sie haben sich verpflichtet, auf Dauer diese Vereinbarung einzuhalten. Das Gesetz von 2001 stützt sich genau darauf, minutiös. Diese Vereinbarung war eine Vereinbarung von Leistung und Gegenleistung. Die Leistung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages war, aus der Atomenergie auszusteigen, auf Dauer sich dazu zu verpflichten, nach dem Stufenplan. Aber die Gegenleistung der damaligen Mehrheit war, dass dafür Maßnahmen unterlassen wurden, vertraglich vereinbart, die die wirtschaftliche Betätigung der Atomkraftwerke im Zuge der vorhandenen noch vereinbarten Restlaufzeit nicht beeinträchtigen sollten. Nicht beeinträchtigen sollten. Das war die Gegenleistung. So, diese Gegenleistung bestand darin, keine Atombrennstäbesteuer zu machen, wie sie jetzt für 6 Jahre, warum eigentlich nur für 6 Jahre, bei 12 Jahren Laufzeitverlängerung einführen wollen. Die Gegenleistung bestand darin, das macht 23 Milliarden aus wirtschaftlicher geldwerter Vorteil für die Atomkraftwerkbetreiber. Sie bestand darin, dass die Haftungsvorsorge nicht angetastet worden ist, ein bisschen erhöht worden ist, aber es war der Regelung blieb, dass nur ein Atomreaktor versichert werden soll und nicht alle 17 Versicherungsbeiträge zahlen müssen. Das macht einen geldwerten Vorteil von 4 Milliarden Euro im Jahr aus. Und die steuerfreie Rückstellung, die beliebig verwendet werden kann, wurde auch nicht angetastet wegen des Konsenses. Herr Kollege Scheer, ja, die Zeit ist abgelaufen. Ich bin am Ende. Und jetzt, was jetzt passiert, Herr Präsident, ist ein hochbrisanter, auch rechtlicher und ökonomischer Vorgang. Dass jetzt die Gegenleistung Ihnen erlassen werden soll, nämlich der Ausstieg, und dafür 10 Jahre lang ein geldwerter Vorteil in vielfacher, in was 60 Milliardenfacher Höhe Ihnen quasi nachträglich sanktioniert wird.
Das können Sie nicht als Köder verkaufen für die Förderung erneuerbarer Energien. Hier geht es um die Sanktionierung eines Vertragsbruchs der Atomstromkonzerne. Und an dem Punkt können Sie nicht vorbei. Soweit also die spontane Äußerung außerhalb der Rednerliste des SPD-Abgeordneten Scheer, der den geldwerten Vorteil für Atomkraftbetreiber kritisierte. Eben nicht bekommen haben, den wir bekommen. Von jetzt an zahlen die Konzerne, und zwar ab diesem Jahr, ab dem nächsten Jahr, 2,6 Milliarden pro Jahr. Und danach sogar noch mehr, denn ab dem Jahre 2017, lesen Sie es bitte nach, zahlen die Konzerne pro Megawattstunde mindestens 9 Euro. Es kann aber mehr sein, das hängt von der Höhe des Preises.